Ja, das ist Herr SkyMax, Level 6. Vielleicht ganz kurz, was bisher passiert ist. Ich habe seit dem letzten Stream nicht viel gemacht. Ich bin ein bisschen rumgelaufen, habe mir ein bisschen die Steuerung angeguckt. Ja, ich habe mir mal das Crafting- und Housing-System angeguckt. Und ja, war so ein bisschen auf Erkundungstour. Also ich habe keine neuen Quests abgeschlossen, soweit ich mich erinnern kann. Ach ja, und ich habe den Charakter halt noch mal ein bisschen umdesignt, um ein bisschen individueller auszusehen. Ja. Dafür habe ich mir dann tatsächlich mal 5 Stunden Zeit gelassen. Ja. Gut. Ja, da sind wir schon. Wie wir sehen, bin ich mächtig durstig. Oh Gott, ist er mit der Steuerung jetzt parat kommen? Ist ein bisschen tricky. Okay. Spaces auswählen. Aber okay. Hoch, hoch. Wie kann ich denn hier die Waffe wechseln? Geht das nur hier? Naja, okay, geht ja schnell genug, ne? Gut. Ja. Also, ich habe mir hier diese wunderbare Stelle ausgesucht und hier steht mein, wie nennen die das nochmal? Oh, also mit Tastatur ist echt tricky. Ich versuche mal gerade, ob ich mit Controller umsteigen kann. Das geht natürlich nicht in-game. Weil ich habe jetzt die ganzen Tasten nicht auf Lager. Ja, M ist Map. Okay, so viel dazu. Aber wie komme ich denn in das Pip-Menü? Tab. Aha, Tab. Okay. So, und zwar gibt es hier unten, das wäre jetzt Z, Camp verlegen. Und dieses Ding hier, dieses da, nennt sich Camp. Und überall, wo das steht, kann ich in einem gewissen Umkreis bauen. Also ähnlich wie in anderen Spielen auch. So, jetzt habe ich gerade schon rausgefunden, wie ich ins Baumenü komme. Zack. So. Das zum Beispiel fehlt mir ein bisschen, wenn ich mit dem Controller spiele. Ich kann die Sachen nicht weg oder ranzoomen. Vielleicht habe ich auch noch nicht rausgefunden, wie es geht. So, mit Z kann ich jetzt hier durchschalten, glaube ich. Kann ich nicht. Tab zur Modifikation wechseln. Z. Ach, C. C ist vorwärts. Okay. So, gelagert. Wie kann ich jetzt durch die einzelnen. Okay, das geht mit der anderen Seite. Ja, jetzt haben wir hier so Böden. Ich würde jetzt mal sagen, ich baue jetzt hier mal so einen Boden hin. Ich brauche eher erstmal nur ein ganz kleines Häuschen, weil ich muss jetzt echt gucken, dass ich schnell an zu trinken komme. Wie kann man rotieren? Irgendwie geht es. Also auf dem Xbox-Controller habe ich es schon rausgefunden. Okay, machen wir mal so. Ach. Aha. Maustaste ist rotieren. E ist dann bauen. Okay, also wenn ich es jetzt richtig sitzen habe. Ja, ich mach's mal. Weißt du was? Wir fangen hier daneben an. Da kann nichts schief gehen. So. Dann machen wir es so ein bisschen. So. Zack. Zack. Ach, wegen den Schienen kann ich ja nicht weiterbauen. Das ist ja ärgerlich. Das erklärt auch, warum ich das Haus vorher nicht absetzen konnte. Ah, oh, ne.
Ich kann nicht weiterbauen, weil ich Trottel das zu weit nach links gesetzt habe. So, warte mal. Tab ist immer abbrechen. Escape von. Nein. So. Genau. So. Es geht auf jeden Fall versetzen. E. Blaupause halten. Nee. Tab abbrechen. Aha, ich kann auch Sachen einfach versetzen. So. Falls man sich mal vertan hat. Okay. So, Tab zu bauen wechseln. Wie gesagt, das ist jetzt mit, aber es liegt tatsächlich an den Schienen. Ich kann nicht über die Schienen bauen. Ist aber jetzt nicht so dramatisch. Vielen Dank für den Follow, Devil Scatman. Ach, guck mal, da ist auch jemand im Chat. Ich muss gleich mal in Fenstermodus umschalten. So, okay. Also ich brauche eigentlich auch gar nicht drehen. Der macht das schon von alleine, die docken hier an. Ich bin nur zu blöd, ich drücke immer die Maustaste. Und so, ich habe jetzt mein ganz kleines Ding gebaut. So, dann schauen wir mal. Ich müsste auch noch Wände haben von eben, weil ich hatte eben schon mal ein bisschen rumgetestet, ein Haus zu bauen. So. So. Und eigentlich müsste ich auch noch so eine Art. Genau. Zack. So, noch ein Dach drauf. Rucki zucki. Reicht erstmal. So. Jo, das sieht ja schon mal nicht verkehrt aus. Hier eine Treppe dran. Oh, da habe ich jetzt Schwein gehabt, dass sie noch dahin passt. Oder passt sie nicht? Er zeigt grün an, aber er meckert rum wegen den Schienen. Okay. So, wir machen das anders. Wir nehmen die da mal gerade weg. Und versetze die hier hin. Genau. Und langsam ist raus mit der Tastatur. Ist ein bisschen tricky am Anfang. Einen Moment, ich muss kurz, ich kriege SMS. Ich muss SMS beantworten. So, das wollte ich noch eben zumachen. So, ja, dann kann man hier auch so Kisten reinstellen. So, eine Haustür habe ich auch schon parat. Zack. So, Escape ist verlassen. So, und dann habe ich hier mir schon ein kleines Häuschen gebaut. Das kann man natürlich extrem viel weiter spinnen. Das wirklich Coole an der Sache ist aber, ich kann mich jetzt auf der Map bewegen, weil, sagen wir mal so, die Main Quest Reihe oder so führt mich jetzt tatsächlich da hoch. Ja. Und dann kann ich mir hier ein Plätzchen suchen. Und wenn ich dann in dieses Menü gehe und dann hier sage Camp verlegen, das kostet mich 5 Kronkorken, dann kann ich dort quasi komplett das Ding, so wie es ist, wieder hinstellen, wenn ich denn den Platz dafür habe. Das heißt, mein Häuschen zieht sozusagen mit mir durch die Gegend, während ich hier rumlaufe. Das ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. So.
Ich mache jetzt mal gerade noch mal 5 Minütchen Pause, weil ich muss noch eben was erledigen. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach was zu essen und zu trinken. Und vielleicht machen wir da oben die beiden Quests. Ja? Und auf dem Weg dahin wird er, hier ist schon was, wo ich vorbeischauen werde. Was das ist, interessiert mich auch. Wir müssen halt gucken. Ich habe nur noch begrenzte Munition und ja, wir werden sehen. So, dann bis gleich. Da bin ich wieder. Ja, wir wollten uns auf den Weg machen. Okay, so. Also wie ihr seht, Essen ist knapp. Und oh, ich bin ein bisschen außer Atem. Ich muss die Treppe hoch und runter laufen. So. So, mal schauen. Warum habe ich eigentlich auf einmal wieder den bescheuerten Partyhut an? Okay, so. 10 mm Pistole. Ich glaube, ich habe keine Muni mehr. Das ist das Problem. Gucken, ob ich noch was zu futtern habe. Das sieht nicht gut aus. Hier, Ribeye Steak, komm. Zack. Naja, das verdorbene Zeug will ich nicht futtern. Wisst ihr, was ich mal machen kann? Ich könnte mir hier so eine Kochstation reinbauen. Und zwar ist das hier unter Herstellung. Guckt, hier Kochstation kann ich schon bauen. Zack. Ach, schon wieder falsche Taste gedrückt. So. Zack. Okay, Nahrungsmittel. Ja, toll. Ich brauche aber Fleisch dafür. Warte mal, ich kann hier Kuh auf herstellbare. Toll, keine. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall vor die Tür. So. Das ist die Waffe. Ich hätte aber lieber die. Jawohl. Die nehmen wir mal mit. Und jetzt schauen wir mal. Ich höre gar keine Musik. Normalerweise ist da auch noch Musik. Ich muss mal ein bisschen lauter machen bei mir. Eigentlich ist das kein gutes Zeichen, wenn keine Musik da ist. Dann passiert meistens was Schlimmes. Oh, Häuser. Wie kann ich in den Stealth gehen? Bestimmt Steuerung. Ah, wusste ich doch. Das sieht aus, als wäre da unten auf jeden Fall was zu holen. Schauen wir mal rein. Ich muss mich echt an die Steuerung gewöhnen. So. Hier diese Klamotten, die ich anhab, habe ich auch beim Plündern in so einem Haus gefunden hier. Ah, da ist da bestimmt ein Zombie oder sowas drin. Schauen wir mal. Oh, ein Grill. Können die auch gut brauchen, ne? So. Ah, hier ist eine Werkbank. Stacheldraht Gehstockmod. Whatever es ist, ich nehme es mal mit. Gegenstände verwerten. Wir haben keinen Schrott, brauche ich nichts verwerten. Ist das eine Waffenbank? Oh. Nein, nicht herstellen. Zur Modifikation wechseln. Ich wollte mal gucken, ob ich hier irgendwas modifizieren kann. Yes, ich glaube, ich kann das Reflex.
Yes, das mache ich auf jeden Fall. Ich höre doch die ganze Zeit was. Gefahr, ich wusste es. Hier ist auf jeden Fall was. Holz kann man immer brauchen. Vorsicht. Alter, was ist hier? Da vorne. Vielen Dank fürs Follow, Commander Root. Oh Gott. Hirschkuh. Ja, aber sind die jetzt wirklich gefährlich? Da ist noch eine. Guck mal, die hauen ab. Aber Fleisch, meine Damen und Herren, Fleisch. Ich guck mal, ob ich eine erlegt krieg. Die hat so viele Köpfe, weiß ich gar nicht, wohin ich zielen soll. So, jetzt. Bam. Also die Waffe gefällt mir echt gut. Und das Tolle ist, ich habe 47 Schuss. So. Okay. Aber warum zeigt er mir Gefahr an? Hier ist noch irgendwas anderes, was ich nicht sehe. Hirschfleisch, Freunde. Jetzt können wir uns gleich einen leckeren Hirschbraten machen. Oh, cool. Erstmal alles mitnehmen. Looten, looten, looten. Ich war beim letzten Mal ein bisschen wortkarg, weil ich mich so sehr darauf konzentrieren musste, hier Dinge zu tun. Ich versuche das heute, ja, anders zu handhaben. Aber bei dem Spiel fällt es einem echt nicht leicht, nebenbei zu reden. Wir nehmen einfach mal alles mit. Ja, ich weiß, ich habe Durst. Vor allen Dingen ist die ganze Zeit so bedrohliche Musik bei mir, so dünn, 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 dünn. Super. Okay. Oh, ein Safe. Ah, den brauchte ich aber nicht knacken, er war schon offen. Da ist ein Verbannter. Verbrannter. Ich sehe ihn nur nicht. Ist egal. So. Also ich muss sagen, mit Tastatur macht es auf jeden Fall mehr Fun. Bis jetzt. Wobei, Controller geht auch. Ich glaube, das ist echt Geschmackssache. Da muss man. Ich habe halt echt massive Probleme mit dem Aimen beim Controller. Aber ich bin es halt auch nicht gewöhnt, weil ich normalerweise immer am PC spiele. Naja. So, schauen wir mal. Es wäre gut, wenn wir noch so eine Hirschkuh kriegen, ne? Es hat ein Rasenmäher. Cool. So eine Hirschkuh wäre natürlich nicht schlecht. Da ist einer. Zack. Okay. Es wäre jetzt natürlich noch nice, wenn wir die dritte mitnehmen. Feuerhut. Puh, keine Ahnung, ich nehme das mal mit. Ich sollte vielleicht mal was trinken und ich sollte vielleicht mal mich verstecken wieder. So, ich näher mich jetzt mal dem da hinten. Da haben wir eben schon gesehen, das ist ein Verbrannter auf jeden Fall. Gehe ich mal ein bisschen vorsichtiger ran. Trinken, 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 trinken. Trinken ist gut. Das wird langsam auch knapp, Freunde. Ich hoffe. Aber ich weiß nicht. Eigentlich müsste ich echt Gas geben, weil das da oben sieht so nach einer Stadt aus. Aber ich kann halt so schlecht an Sachen vorbeilaufen, die auf dem Weg liegen, ne? So, schauen wir uns das mal ein bisschen. Ich glaube, ich gehe mal hier ein bisschen von oben ran. Und das, verdammt, ich brauche Kronkorken, sonst kann ich meine Base gleich nicht darauf verlegen. Oh, 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 oh.
Ja, da sind schon mal auf jeden Fall ein paar Augenbots, die den Bereich überwachen. Und noch hat man mich nicht gesehen. Auf irgendwas schießen die aber. Hä? Greifen die sich gegenseitig an? Tatsache. Das ist ja verrückt. Ich muss da rein. Ich will da unbedingt rein. Ich will unbedingt wissen, was da drin ist. Ist auf jeden Fall bestimmt einiges zu holen. Gehen wir mal so. Also mit dem Team könntest du jetzt da reinstürmen, alles platt machen. Aber ich bin halt manchmal auch gerne allein unterwegs. Und das Gute ist, dass das bei Fallout tatsächlich geht. Ja? Klar, ich kann jetzt nicht die Mega-Raids machen. Da, guck, oh, die sind ganz schön fies schnell. Oh, ich glaube, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Ich habe daneben geschossen. Der ist schon mal kaputt. Ich will das Metall. Jawohl. Wo ist denn der andere? Zack. Das ist auf dem Xbox-Controller cool, wenn ich da RB drücke, dann habe ich so eine Art Auto-Aim quasi. Und dann kann man auch, dann zeigt er einem halt Feinde, die man eventuell gar nicht sieht, jetzt auf den ersten Blick. Oh! Daneben. Okay, fuck it. Oh. Wie kann man hier schnell die Waffe wechseln? Ich habe doch. Okay, er ist Reload. Ist das Umschalt? Alt? Ach, Alt ist so ein. Ach, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Cool. Ich kann quasi auch einen Hit ausführen. So, jetzt gehe ich aber eher in den Nahkampf, ne? Ich glaube, da nehme ich meine Machete. So. Was ist denn das? Ah, da ist wieder so ein Typ hier, so ein strahlender Kranker. Was haben wir hier? Wasser! Wasser! Ich kann trinken. Oh. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich bin krank. Toll. Was heißt denn jetzt? Ja, wo drin sammle ich die denn jetzt? Eine Schaufel, cool. Kann man bestimmt auch als Waffe nutzen. Impro-Pistole. Okay, die ist jetzt nicht so der Hammer, aber kann man gut verwerten alles. Eine Nuka-Cola-Flasche. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier sammeln drücke, wird dann meine Flasche voll? Ich muss ja jetzt irgendwie irgendwie Wasser sammeln können. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, genau, ich muss das Wasser abkochen. Die Frage ist nur, wie kann ich es transportieren? Ah, super. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht. Ich muss da jetzt irgendwie so ein Eimerchen oder irgendwas drunter halten können. Ah, schmutziges Wasser hinzugefügt, stand da gerade. Ah, da, schon wieder. Ich mach mal alles voll, was ich so habe. Ah, seht ihr unten, jedes Mal, wenn ich schmutziges irgendwas voll mache mit dem schmutzigen Wasser, dann steigt meine Radioaktivität. Ja, ich meine, 5 gehen noch, ne? Dafür, dass ich gleich trinken kann, super. Und ich habe, glaube ich, auch noch ein bisschen Red Away. Was haben wir hier? Bastelwerkbank, cool. Auch ein Filzhut.
Komm, den Filzhut, den ziehen wir doch direkt mal an hier. Da wollen wir schon mal gucken, wie das aussieht. So, Partyhut. Muss hier. Passt jetzt nicht genau zum Style. Warte mal. Wie kommt man denn hier in den Fotomodus? T. Wobei, geht, ne?